Oh, herzlich willkommen. Ich bin der Lean und heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar soll es in diesem Video darum gehen, die beiden Add-ons, Nax Ramas und den Schwarzfels von Hearthstone. Ja, warum mache ich ein Video dazu? Ich habe in letzter Zeit sehr. Und ich sage extra so oft sehr, weil es echt oft war. Fragen bekommen, die eigentlich alles die gleichen Fragen sind. Ne? Ich meine, fühlt euch jetzt nicht angegriffen. Ihr könnt mich sehr gerne immer alles fragen. Immer alles. Ich habe da wirklich nichts gegen. Schreibt in die Kommentare, was ihr wollt. Ne? Fragt mich bitte gerne. Aber jedem einzeln jetzt immer wieder zu schreiben und da so viel drüber zu schreiben, weil es halt auch eine schwierige Frage ist und das dann 100-mal hin und her geht, möchte ich jetzt dieses Video dazu machen, um euch allen gleichzeitig helfen zu können, weil ich gebe mir möglichst Mühe, immer auf jedes Kommentar einzugehen in den Videos und ich freue mich wirklich über jedes einzelne Kommentar, aber ich habe jetzt auch nicht Zeit, unbedingt jeden Tag mit jedem da 2 Stunden eine Diskussion zu führen. So. Und zwar bekomme ich immer wieder die Frage, lohnt sich Nax Ramas und der Schwarzfels? Lohnt es sich, das zu kaufen? Oder welches Add-on sollte ich kaufen? Sollte ich mir den Schwarzfels kaufen oder sollte ich mir Nax Ramas kaufen? Ja, und das ist die gleiche Frage, als wenn ich fragen würde, lohnt es sich, ein Auto zu kaufen? Das hängt davon ab, wie oft ich ein Auto brauche oder wie weit ich zur Arbeit brauche. Wenn ich natürlich 2 Minuten zu Fuß zur Arbeit gehe und nur 1 Minute zu Fuß zum nächsten Supermarkt und ich erreiche alles zu Fuß oder zur Not mit dem Fahrrad und ich habe gar nicht so wirklich Bock, Auto zu fahren, ja, dann lohnt es sich auch nicht, ein Auto zu kaufen. Ich meine, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber im Prinzip ist es so. Oder die Frage, wie soll ich jetzt mit dem Auto nach Spanien fahren oder mit dem Zug? Ne? Ja, ich meine, hat Vor- und Nachteile. Ne? Mit dem Zug fahren geht eventuell schneller, ich weiß es nicht. War jetzt so ein spontanes Beispiel, keine Ahnung. Ist eventuell billiger bei den Spritpreisen. Man kann gechillt bei der Zugfahrt pennen oder sich mit seiner Frau irgendwas angucken, eine DVD oder mit den Kindern oder weiß der Geier, ne? Oder ein bisschen Gameboy spielen, wie auch immer. Und beim Autofahren ist halt eine höhere Unfallquote, man muss selber das Lenkrad, man hat Stress vielleicht, ne? Höhere Spritkosten, keine Ahnung. Aber der Vorteil ist, wenn man dann in Spanien angekommen ist, dann hat man seine eigene Karre da und kann in Spanien durch die Gegend fahren. Wenn ihr mit dem Zug fahrt, nicht. Müsst ihr euch vielleicht einen Leihwagen holen, Leihwagentheater und so weiter. Deswegen, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der eine sagt, ja komm, ich habe Bock, weißt du, ich fahre jetzt mit dem Auto nach Spanien und es gibt Leute, die sagen, nee, ich fahre mit dem Zug. So. Und so ähnlich, um jetzt mal zurück zum Thema zu kommen, ich bin total abgeschwiffen, so verhält es sich auch mit den Add-ons. Ich kann euch diese Frage nicht beantworten, so gern ich würde. Ne? Ich meine, wenn ich sie beantworten würde, dann würde ich sagen, ja, beide Add-ons lohnen sich. Und beide Add-ons lohnen sich zu kaufen auch. Das hängt aber auch davon ab, erstens, wie viel Kohle habt ihr? Und noch viel wichtiger, ist euch das überhaupt wert? Ne? Ich weiß ja nicht, vielleicht seid ihr Schüler, die wenig Geld haben, weil ihr Taschengeld kriegt. Vielleicht seid ihr, so wie ich, Studenten, die auch wenig Geld haben, die nebenbei arbeiten gehen, studieren, arbeiten und dadurch wenig haben, noch eine eigene Bude und so weiter. Das sind natürlich alles Kosten, die auf einen zukommen, wenn man was älter ist, wo man dann schon überlegen muss, kaufe ich mir jetzt die Add-ons oder nicht? Ne? Ich meine, je nachdem, wo ihr euren Nebenjob habt, sind das ja dann doch 2-3 Stunden Arbeit, ne? Sagen wir mal 2, grob. So. Und ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Oder auch Gold zu investieren. Ich möchte jetzt nicht nur von Echtgeld sprechen. Ne? Ich meine, das von Ingame-Gold zu kaufen, halten viele auch für besser.
Kann ich auch nachvollziehen. Jetzt ist aber die Frage, ist euch das wert? Weil um das Gold zu kriegen, braucht ihr ja auch einige Spielstunden oder einige Dailies, die ihr dafür abackern müsst. Ne? Und das müsst ihr für euch selber entscheiden. Und zur anderen Frage, welches Add-on ist sinnvoller, kann ich euch auch nicht beantworten. Ne? Das hängt auch davon ab, aus 1000 Faktoren, ne? Könnt ihr es euch leisten, wie wichtig ist euch das Spiel, ne? Und wie viel ist euch das Ganze wert? Und gerade im Vergleich Naxxramas und Schwarzwald, so, gehen wir mal einfach davon aus, ihr habt 25 Euro, oder ich weiß jetzt nicht, wie teuer das ist, ich glaube 21 Euro oder 21,99 oder so was, oder 22,99, bitte nagelt mich nicht drauf fest. Habe ich im letzten Video schon gesagt. Irgendwas kostet das Spiel, das Add-on. Irgendwie so um den Dreh. Ich kann leider im Shop nicht mehr sehen und ich habe jetzt auch nicht dran gedacht, da zu recherchieren. Ich habe gedacht, ich könnte es sehen, aber bei mir steht da hier bereits erworben. Ne? Und aus diesem Grund kann ich euch das leider nicht zeigen. Aber es müsste so um die 21, 22, 23 Euro sein. Und 600 Gold plus minus pro Flügel. So. Was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, hängt davon ab, auch, gehen wir mal davon aus, ihr habt das Geld auf dem Tisch oder ihr habt das Gold, um euch das zu holen. Und ihr fragt mich, was lohnt sich mehr, Naxxramas oder Schwarzfels? Ja, das hängt davon ab. Ich fange an, mich zu wiederholen. So verzweifelt bin ich bei diesen Fragen. Pass auf, ihr wollt, gehen wir davon aus, ihr wollt ein Add-on holen, nur eins der beiden und habt das Geld und wollt es, so, ihr wisst jetzt aber nicht welches, so, ganz einfach, machen wir ganz einfach, das hängt davon ab, welchen Helden ihr am liebsten spielt und welche Deck-Variante ihr am liebsten wollt. Ne? Das ist so ähnlich wie die Frage, welche Kartenpackung soll ich mir holen? Klassik oder Gnome? Ne? Und bald gibt es noch ein drittes. Dementsprechend, es hängt davon ab, welche Klasse ihr spielt und welches Deck ihr haben wollt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich zeige euch jetzt erstmal die Naxxramas-Karten. Ne? Oh, das sind die Naxxramas-Karten, da hast du für den Druiden Giftsamen. Ich zeige euch die mal kurz. Ne? Das fließt ja dann auch in die Entscheidung mit ein. Ob ihr euch ein Add-on holt, beide Add-ons holt oder keins. Ne? Und dabei möchte ich euch ja in diesem Video helfen. Und dann zeige ich euch jetzt erstmal, welche Belohnungen es gibt. Also, ich habe hier in meiner Sammlung eingestellt Naxxramas. Das heißt, ihr seht jetzt alle Naxxramas-Karten. Und zwar nur Naxxramas-Karten. So, Giftsamen für Druide, vernichtet alle Diener, ruft für jeden einen Baum 2-2 als Ersatz herbei. Ist eine ganz coole Karte. Jäger, Netzweber, Todesröcheln. Fügt eurer Hand ein zufälliges Wildtier hinzu. Auch eine sehr gute Jägerkarte. Magier, duplizieren Geheimnis. Geheimnis, wenn ein befreundeter Diener stirbt, erhaltet ihr 2 Kopien dieses Dieners auf eurer Hand. Das zählt übrigens auch für alle. Auch eine sehr geile Karte. Paladin Rächer, Geheimnis. Wenn ihr einen eurer Diener stirbt, erhaltet ihr einen zufälligen befreundeten Diener plus 3 plus 2. Ja, ihr merkt schon, gerade die Klassenkarten sind alle sehr, sehr geil von Naxxramas. Ne? Da kann man einfach nicht meckern. So, Priester, dunkler Kultist, ist, glaube ich, einer der stärksten 3-Mana-Karten. Ne? Todesröcheln verleiht einen zufälligen befreundeten Diener plus 3 Leben und hat an sich schon für eine 3-Mana-Karte 3-4. Schurke, naja gut, die ist jetzt nicht so prall, aber ne? Für 4-Mana... Typ, Todesröcheln, lasst einen zufälligen befreundeten Diener auf eurer Hand zurückkehren. Schamane, Reinkarnation, sehr geil, vernichtet einen Diener und bringt ihn dann mit vollem Leben wieder aufs Schachtfeld zurück. Hexenmeister, Leerrufer, Todesröcheln, legt einen zufälligen Diener, Dämonen aus eurer Hand aufs Schlachtfeld. Krieger, Biss des Todes, Todesröcheln, fügt allen Dienern einen Schaden zu, ist eine sehr geile Waffe. Jo, neutrale Karten. Muss ich die jetzt alle vorlesen? Zombie-Fraß ist ein sehr guter One-Drop. Das hier ist eine gute Kriegerkarte. Der ist sehr, sehr cool für den Jäger. Jägerkarte wollte ich sagen. Der ist sehr, sehr cool für den Jäger und für den Magier.
Herubisches Ei, das sind alles Karten, die ihr bestimmt schon mal im Spielen gewerteten Modus gesehen habt. Loatep ist auch sehr, sehr geil. Ja, Kel'Thuzad, Stalag-Folgen, Schlickspucker, auch einer der besten Spottkarten überhaupt im Spiel. Also, ne, das zum Thema Naxxramas. Wenn man mal von den Belohnungen ausgeht. Vom Spielspaß der beiden Add-ons habe ich auch schon was zu gesagt. Der Spielspaß von beiden Add-ons ist da und das nimmt sich nichts. Das macht keinen Unterschied. So. Deswegen würde ich fast sagen, dass eure Wahl da von der Klasse abhängt, die ihr spielt und vor allem auch von eurer Spielweise. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Magier spielen möchtet, der immer wieder Dudes dupliziert und eventuell mit Echo und was weiß ich, sich auf der Hand holt wieder, dann ist Naxxramas schon das richtigere Add-on für euch, für einen Magier jetzt. Als Beispiel. Aber es hängt vom Deck ab. Ne? Das kann man nicht sagen. Ich glaube, ich habe das jetzt oft genug gesagt. Ja, so viel zum Thema Naxxramas. Jetzt Schwarzfels, ne? Machen wir das Ganze nochmal vom Schwarzfels. Ja, hier zwei Druidenkarten, die sind okay. Ja, sie sind beide jetzt nicht überragend gut, aber sie sind okay. Kann man machen. Jäger, schneller Schuss, verursacht 3 Schaden, zieht eine Karte, wenn ihr keine Karte auf der Hand habt. Das ist eine starke Karte, muss man sagen, für einen Jäger. Also bei Naxxramas hat der Jäger ja den Netzweber bekommen, mal im Vergleich. Und beim Schwarzfels hat er den schnellen Schuss. Man muss aber auch dazu sagen, dass Naxxramas dafür sehr gute neutrale Karten hat für den Jäger. Wie zum Beispiel hier Irrer Wissenschaftler, Todesröcheln, legt ein Geheimnis aus dem eurem Deck auf das Schlachtfeld. Ist sehr, sehr stark für den Jäger. Beim Schwarzfels hat er dafür den schnellen Schuss. Magier, Flammenschürer ist gut, Paladin hier, der 5-5er Drache ist gut, Priester Auferstehung ist sehr, sehr gut. Allerdings hängt das auch da wieder davon ab, wenn man jetzt davon ausgeht, ihr wollt euch nur ein Add-on holen, welches Deck ihr gerne spielt. Wollt ihr lieber die Auferstehung haben oder wollt ihr lieber den dunklen Kultisten haben? Ne? So ist das. Schurke, Dreierbande, sehr krass. Schamane, so, Hexenmeister. Wenn euch irgendwas interessiert, könnt ihr auch sehr gerne pausieren. Axtwerfer für den Krieger. Ja, und die neutralen Karten, die sind natürlich auch sehr, sehr stark. Ne? Imperator Torissan, Grimmiger Gast, hier Pechschwingentechnikerin. Da sind schon gute Sachen dabei. Chromagus, Nefarian, ja. Also, um es nochmal abschließend kurz zu fassen. Welches Add-on für euch das Richtige ist, kann ich leider nicht beantworten. Das hängt, ist bei jedem anders. Ich würde jedoch trotz allem jedem empfehlen, beide Add-ons früher oder später zu besorgen. Wenn euch Hearthstone Spaß macht und ihr sehr viele Stunden in Hearthstone verbringt und das einfach ein gutes Spiel für euch ist, man gönnt sich ja sonst nichts, dann seht zu, dass ihr auf kurz oder lang beide Add-ons habt. Es muss ja nicht von Echtgeld sein, wie gesagt, man kann es sich ja auch von Ingame-Gold erfarmen und ja, das sollte dennoch für jeden von euch das Ziel sein. Ja, aber alles kann, nichts muss. So ist es. Ja, ich hoffe trotzdem, dass ich dem einen oder anderen bei der Entscheidung helfen konnte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich gehe jetzt ins Bettchen und wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das seht. Peace out!